Sie werden unsere Liebe niemals akzeptieren. Ein Vampir und eine Sterbliche. Schnell, Liebster, beiß mich. Du wirst unsterblich sein und niemals alt werden. Aber meine Altersvorsorge. Mit Riester-Förderung und Sparkassenvorsorge Plus hier und Vorsparplan. Alt werden lohnt sich. Mit der Sparkassen-Altersvorsorge. Wir haben 3-0 gewonnen, das ist das Wichtigste heute. Okay. Und ich denke, aufgrund der zweiten Halbzeit haben wir verdient gewonnen. Und wir haben in der zweiten Halbzeit den Gegner von unserer Tor weggehalten. Und ja, das Selbstvertrauen war ein guter Sieg heute, aber wir haben noch nicht erreicht. Wir müssen natürlich weiter hart arbeiten jetzt in den nächsten 2 Tagen, weil Dienstag ist es auch ein schweres Spiel daheim. Und wir wollen natürlich auch versuchen zu gewinnen. Okay. Erste Halbzeit gab es eine Phase, wo die Kickers sich sehr weit zurückgezogen haben. Ja, unverständlicherweise, weil wir haben 1-0 geführt und normalerweise muss man so weiter spielen. Wir haben uns natürlich mit dem Lauf der Zeit uns zurückgezogen. Unverständlich, aber so ist halt ein Spiel. Und Gott sei Dank haben wir keinen Ausgleich da bekommen. Und wie ich vorhin erwähnt habe, in der zweiten Halbzeit haben wir das besser gemacht. Ja. Versuchen wir vorne Pressing zu machen und haben wir das ganz gut gemacht. Gut. Danke. Wenn mich nicht alles täuscht, weil das ist das erste Tor, oder? Ja, das ist das erste Tor. Erste Saisontor. Ja. Was ist das für ein Gefühl, sozusagen auf der Anzeigetafel zu erscheinen zum ersten Mal? Boah, ich habe jetzt gar nicht hochgeschaut auf die Anzeige. Okay. Natürlich ein gutes Gefühl. Es war, glaube ich, ein wichtiges Tor. Die erste Halbzeit war nicht so gut. Ja. Wir waren zwar 1-0 in Führung, aber dann war es, denke ich, wichtig, nach der Pause gleich das zweite zu machen. Ja. Und dann war ein bisschen Ruhe im Spiel. Und zweite Halbzeit, denke ich, dann können wir anknüpfen. Ja. Hatten wir die Bremer eigentlich richtig gut im Griff und hatten auch noch ein paar Chancen. Ja, aber wie gesagt, Dienstag geht schon wieder weiter. Ja. Und ja, jetzt können wir uns nicht lang freuen. Morgen geht schon wieder die Vorbereitung auf Darmstadt los. Ja. Was war in der ersten Halbzeit dann los? Das ging gut los mit dem Führungstor, aber dann sind wir weiter zurückgezogen. Ich würde sagen, ja, wir haben uns ein bisschen einschläfern lassen von denen. Die haben viel einfache Bälle hinten rumgespielt und sind dadurch dann ein bisschen besser ins Spiel gekommen. Ja. Wir waren insgesamt als Mannschaft ein bisschen zu tief gestanden, waren nicht so gut in den Zweikämpfen mehr. Ja. Und deswegen hatte dann Bremen ein leichtes Übergewicht, auch wenn sie jetzt nicht so die klaren Torschüssen hatten. Ja. Gut, dann danke ich. Gerne. Tschüss. Als Erster auf der Was hast du gewonnen? Ich? Ja. 3 Punkte haben wir gewonnen. Nein. Nee, war keine Wette eigentlich, aber jetzt mal gucken. Ich werde wohl noch eine Runde ausgeben dafür und dann passt das. Was war das für ein Gefühl, da als Erster drauf zu stehen? Ja, schönes Gefühl, aber so wie jedes Führungstor eigentlich ein schönes Gefühl ist, das jetzt noch auf der Wand war wahrscheinlich für die Fans bedeutender. Für mich jetzt. Ja, war in Ordnung, dass ich drauf stand. Ich habe mich gefreut, aber ist jetzt nicht mehr und nicht weniger. Haben Sie hochgeguckt oder haben Sie es gerade gesehen? Ich habe es danach gesehen, als der eingeblendet wurde, habe ich es also gesehen. Und wie sahen Sie aus auf dem Bild? Hat es Ihnen gefallen? Ja, klar. Wiedererkannt, ja. Ja, habe ich mich wiedererkannt. Es war ein bisschen kürzere Haare, aber ich habe mich doch erkannt. Was Besonderes, dass es gerade gegen Bremen war? Ja klar, ist mein Ex-Verein. Ich wollte unbedingt treffen, beziehungsweise ich wollte unbedingt das Spiel gewinnen. Und dass uns jetzt beides gelungen ist, war natürlich umso schöner. Ich freue mich immer, wenn ich Tore schieße und dann, wenn es gerade noch gegen Bremen ist, noch mehr. Und ja, jetzt für heute sind wir dann zufrieden, aber jetzt geht es Dienstag weiter. Ja, das hat der Trainer auch gesagt. Wir haben die erste Halbzeit viel zu ängstlich gespielt. Hinten reindrücken lassen, das ist eigentlich gar nicht unser Spiel. Also wir haben viel mehr reagiert als agiert, aber ja, jetzt in der Halbzeit angesprochen. Ich denke, in der zweiten Halbzeit haben wir es besser gemacht. Da hatten wir viel mehr Ballkontrolle und wir hatten den Ball auf einmal bei uns und nicht mehr Bremen. Und zweite Halbzeit sah besser aus. Daran müssen wir fortsetzen und ja, dann war es in Ordnung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörer im Stadion und im Businessbereich, darf Sie ganz herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach dem Spiel Kickers Offenbach gegen den SV Werder Bremen 2 und da vorstellen den Trainer unserer Gäste aus Bremen, Thomas Wolter, und unseren Trainer Ari Ferment. Der Gast hat wie immer das erste Wort. Herr Wolter, Ihr Statement zum Spiel heute. Ja, harmloser Werder Bremen U23. Also so kann man es ganz gut ausdrücken. Wir haben hier einen netten 36-stündigen Wochenendtrip gemacht in Offenbach. Insgesamt irgendwann heute Abend um 23 oder 24 Uhr dann wieder beendet.
Spielchen abgeliefert, war ein schöner Sparringspartner für Offenbach, haben wir allgemein für gute Laune gesorgt und ich glaube, dem ist nicht viel hinzuzufügen. Wir haben, glaube ich, zur Halbzeit 2:0 Ecken gehabt für uns, ich weiß gar nicht, wie das zustande kam. Wir haben ganz gut gespielt, ganz nettes Bärchen laufen lassen und lagen wie so oft 1:0. Symptomatisch ähnlich für unser Spiel waren die ersten beiden vielleicht sogar spielentscheidenden Szenen. Die Riesenchance ohne Eik aus ähnlicher Position, wie sie 2 Minuten später Pascal Testo hatte. Und der Unterschied ist eben so, dass wir den Ball nicht reinmachen, den Ball zu den Ball reinzumachen. Und Pascal ihn für die Offenbach direkt reingemacht hat und rennst du wieder hinterher. Ja. Es ist unfassbar, wie leicht ist es gegen uns Tore zu erzielen. Und es ist unfassbar, wie wenig Torschancen wir uns letztendlich ausschieben bei all den Ballbesitzern. Das ist nicht drittligawürdig, muss ich wirklich sagen, in keinster Weise. Ja, und wir sind ja auch nicht niedergespielt worden, zumindest nicht über 50, 55 Minuten, wo dann ging es nachher los. Aber so wie uns präsentiert hat, ging es nicht. Und das habe ich dann wahrscheinlich deutlich in der Kabine gesagt. Und der eine oder andere hat viel mit sich selbst zu tun zurzeit, weil es wiederum andere Spieler gibt, die an ihm vorbeigezogen sind. Das ist in so einer zweiten Mannschaft so, dass man dann mit solchen Sachen zu kämpfen hat. Aber, sage ich auch immer wieder, jeder ist für sich selbst zuständig, jeder muss zusehen, dass er das in seiner Leistung sorgen, das einbringt, was er einbringen muss. Und das haben wir in der zweiten Halbzeit leider dann vermissen lassen und dementsprechend kann ich in Bremen auch nicht viel Gutes berichten. In Offenbach haben die ja alle vor allem Glückwunsch zum Sieg. Ja, Pascal Nico auch, ist ja klar, bist du gerne weiter. Wir beide auch ihm schon persönlich gratuliert, ein paar ehemalige Spieler von uns. Ansonsten habe ich hier schon gemerkt, dass wir immer gern gesehene Gäste sind hier in Offenbach bei euch. Ja, einige lachen schon, ich glaube 04, 03, 1-3, 0-1 waren die letzten 4 Ergebnisse, wenn ich alles täusche, wenn ich alles richtig behalten habe. Kann nur besser werden. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Walter. Ari, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, ich harmlose würde ich jetzt nicht ausdrücken über Werder Bremen. Also ich habe das dann, vielleicht weil ich auch den Gegnercoach bin, etwas anders gesehen. Ich fand schon, dass wir heute richtig gut im Spiel waren. Von Anfang an bis um 1-0 waren wir klar, wir spielen immer gegen eine Mannschaft, der Fußball spielen kann. Und es ist bestimmt unangenehm, auch für den Kopf, wenn man gegen Tabellenletzte spielt, wo alle davon ausgehen, dass es heute mal richtig einfach wird. Das war sicherlich nicht, aber ich denke, dass wir von Anfang an gut bei der Sache waren und dann aus unbekannten Gründen einfach das ganze Spiel einfach zu verschenken. Ich glaube auch, dann hat Werder Bremen einfach das Spiel gemacht bis zur Halbzeit. Die waren vielleicht nicht gefährlich, aber wir haben haben viele mit sich selbst gekämpft, statt auf dem Platz irgendwie waren mit anderen Dingen beschäftigt. Zweite Halbzeit haben wir uns vorgenommen, einfach den Gegner weiter vom Tor wegzuhalten. Und das ist dann gut gelungen. Und dann natürlich das 2-0 direkt nach der Halbzeit, das tut einfach gut. Und haben wir es sehr ordentlich gemacht, das ist richtig. Es war kein überragendes Spiel von uns, aber ich denke, nach dieser schwierigen Woche, wo alle Spiele ausgefahren wird, ein gutes Spiel. Und ich bin, was das angeht, zufrieden und ich kann es weitergeben. Also in 3 Tagen geht es weiter, ein schwieriges Pokalspiel, freuen wir uns drauf. Vielen Dank, Ari. Gibt es Fragen? Dann bin ich um eine kurze Wortmeldung. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Die anderen Ergebnisse von heute darf ich noch kurz verlesen. Heidenheim gegen Stuttgart 2:1-0. Unterhaching gegen Babelsberg 1:2, Chemnitz gegen Jena 1:1, Sandhausen gegen Oberhausen 2:1, Regensburg gegen Wien-Wiesbaden 2:1, Erfurt gegen Bielefeld 1:1 und ebenfalls 1:1 unentschieden endet das Spiel Burghausen gegen Darmstadt. Darf ich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken. Wir sehen uns wieder am Dienstag zum Hessen-Pokal Viertelfinale gegen Darmstadt 98. Den Bremer Gästen alles Gute für die weitere Saison und vielen Dank.